Roman Samulin wurde am 18. April 1984 im damals sowjetischen Russland geboren. Er wurde bekannt als The Night Carrier. Er wurde in eine recht wohlhabende Arbeiterfamilie geboren. Er arbeitete zunächst im Ministerium für Notsituationen, in etwa sowas wie das Technische Hilfswerk in Deutschland. Nach seiner Zeit dort ging er zum Militär. Ab Dezember 2005 arbeitete er als Fahrer. 2007 lernte er eine junge Frau kennen und begann eine Beziehung. Als sie sich trennten, soll Samulin einen starken Hass auf Frauen entwickelt haben. Zwischen dem 16. September und dem 4. November 2006 nahm er gezielt junge Frauen und Mädchen als Tramperinnen mit, brachte sie an abgelegene Orte, vergewaltigte sie und erwürgte sechs von ihnen. Eine siebte Frau überlebte. Da er Offizier war, erlangte er schnell das Vertrauen seiner Opfer, aber auch das von Ordnungskräften, die ihn beispielsweise durch Absperrungen ließen. Das Handy eines der Opfer konnte geortet werden. Es befand sich im Besitz von Samulins Cousine. Am 6. November 2006 wurde Samulin festgenommen. Er gestand sieben Morde, da er vom Überleben eines seiner Opfer nichts wusste. Am 24. Dezember 2007 wurde er von einem Militärgericht zu lebenslanger Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Ein Berufungsverfahren änderte nichts am Urteil.